So, meine Herren und Damen, herzlich willkommen bei Dead Island 2. Wir müssen uns hier um Dylan kümmern. Und der ist da lang. Einmal Gulasch, wow. Ein Hirschhornmesser. Und rein mit der Limo. So. Party vorbei. Dann ab zu Dylan. Wir haben ja noch ein Date mit ihm. Ihm richtig hart die Fresse zu polieren. Das möchte ich dann im Rasereimodus gerne ausprobieren, ob ich ihn im Rasereimodus zur Strecke bringen kann. Dylan, I got bad news. Oh, crap. Not now. Alter, also mit dem Rasereimodus konnten wir ihm schon gut zusetzen. Das hat mir schon mal gefallen. Also wir konnten ihn gut schwächen. Das war schon mal richtig gut. Aber ich brauche eine andere Waffe. Nämlich dieses gute Stück. Alter! Nein, 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 nein! Alter! Jetzt habe ich mich selber weggeknallt, genau. Falsche Taktik. Falsches Tick-Tack. Falsches Tick-Taktik. Komm. Alright. Let's go. Baseballschläger ist am Start. Dann halt nochmal. Ich hoffe diesmal mit mehr Glück. Na, hätte ich vielleicht blocken sollen. Egal. Ja, da war ich ein bisschen zu voreilig. Alles gut. Alles easy. Kriegen wir schon hin. So. Thank you.
Was ist denn das? Ja, da war ich selber schuld. Ja, es ist nicht so easy, wie man denkt. Vor allem, wenn alles noch unter Feuer steht. So, jetzt komm. Komm, steh doch auf, Kollege. Och, jetzt. Was ist denn das? Ist doch nicht zu fassen, Alter. Ah, oh, das ist doch jetzt nicht normal. Ja, wir wissen es jetzt. Come on. Komm. Komm, Kollege. Ach, was? Oh, was ist denn das? Das kannst du jetzt echt nicht mehr sein, da. This is the lot.
I got bad news. Ja, komm. Komm, Kollege. Was ist denn das, Mann? Komm. Yeah.
Oh, das erste legendäre. Ein Streitkolben. Now Dylan, who... ignited himself and seemed to enjoy being on fire. Polizeiknüppel. Ja, der könnte interessant sein. So. So. I got good news, guys. Oh, Big Jim. Ah, schön filetiert.
So. Schon wieder ein Polizeiknüppel. Ich hab doch erst einen. Egal. Hier ist noch ein Gewehr. Jo, das könnte man noch mitnehmen. Das könnte man für Geld gut noch mitnehmen. Ja, hier sieht man mal, wie die Menschheit zugrunde geht, wenn so eine Seuche ausbricht. Das ist heftig. So, das Gewehr können wir wieder verkaufen. Weg damit. Ja, das nehmen wir mal mit. Das interessiert mich eigentlich nicht, das interessiert mich noch. It's done. Both of them? Yep. Was it, you know, respectful? Oh, well, okay, so how you saw me fight before? That was like my, standard style. But for cases like these, friends, family, that kind of thing, I have a much more, dignified technique. They went, you know, peacefully, really. Tell them not to skip leg day. Every time. It's obvious you were the brains. I bet they could use your smarts at the Sterling Hotel. Why don't you guys come with? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Kai's pop-up store may get payoff. No. So how do I reach the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Doesn't sound too hard. Thanks, Alex. Kai! Easy. I'll pass for now. Only gun I want is a drone I'm piloting miles away from the action. Hey, suit yourself. And let me guess, Alex. You don't need any guns because you already brought the gun show, huh? So.
Die Bros sind überkrass. Ach du Shit. Egal. Not wrong, but I think I still want one. Okay. Dann könnte man ja in der kommenden Folge. Hi. This is Amy. You doing okay? Oh shit, is this the wrong channel? Trying to contact a friend. I got a talent for this. Bet I can find him. I doubt it. He's somewhere over here in Monarch Studios. And trust me, you do not want to come here. Monarch Studios? I've been there before. I can handle it. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set. One with the giant spider. Meet me there. Okay, aber da wollte ich gar nicht hin. Jetzt haben wir eine neue Nebenmission. Ach, das ist das Ding von Patton. Wir haben noch das Helperino Motel, da ist ja auch noch eine Mission. Aber ich werde die Folge jetzt hier und die Leiche ist weg. Wow! Die werde ich jetzt hier mal abschließen. Kommende Folge gehen wir dann ins Helperin Hotel und machen diese eine Mission noch. Und da danach gehen wir dann, machen wir dann einen Teil der Story weiter. Und eine aufgemotzte Klinge. Das ist natürlich nice. Ja, ist aber gut, da haben wir ja noch eine zur Reserve. Wir haben noch irgendeinen Bowstab gefunden, den möchte ich noch kurz verkaufen. Ah, da haben wir noch was. Answered the radio? Yeah, what?
falling for some Sebastian dude. Even in the apocalypse, we don't. Eine Gerüststange ist das, okay. Da. Können wir verkaufen. I know it. Können wir anscheinend nicht verkaufen, müssen wir es verwerten. So. Haben wir hier noch was zum Verticken? Ja, zwei Waffen. Die können wir jetzt eigentlich auch verkaufen, weil die sind nichts mehr wert. Das ist das gute Stück. Und der türkische Gulaschsäbel hier. Der da. Nichts gegen Türken, Gottes Willen, aber ich sag das halt so, weil es halt ausschaut wie so ein komischer Säbel. Aber kann ich nicht kaufen, okay. Aber Muni wäre geil. So. That was a pretty strong tremor. I felt stronger. This is LA. We've all felt stronger. Dann könnten wir hier. You like to get it on during quakes. The hell? Death wish? Perfekt. Und jetzt werde ich die Folge hier mal abschließen. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Euer.